Viele Jahre lang hat sie die Zeit im Bild moderiert. Dann hat sie Wolfgang Schüssel als Quereinsteigerin in die Politik geholt, als dreimalige EU-Spitzenkandidatin der ÖVP und die letzten 10 Jahre als strenge Bezirksvorsteherin der Wiener Innenstadt. Aber seit heute hat Ursula Stenzel einen neuen, eher überraschenden Mentor. Nachdem die ÖVP sie ziemlich unfein abmontiert und nicht mehr als Bezirksvorsteherin nominiert hat, ist Stenzel heute zur FPÖ gewechselt. Für ihre Prominenz und ihr bürgerliches Image bekommt sie dort einen fixen Listenplatz. Auf Du und Du mit den ÖVP-Granden, das war einmal. Der neue Chef an Ursula Stenzels Seite heißt Heinz-Christian Strache. Die langjährige ÖVP-Politikerin wird bei den Wiener Landtagswahlen für die Freiheitlichen kandidieren, weil... Die Diffamierung, jahrzehntelange Diffamierung, kann ich sagen, der FPÖ als rassistisch, als rechtsextrem, hat nur einem Zweck gedient, nämlich dem Machterhalt der SPÖ. Diesen können nur die FPÖ brechen, denn... Die FPÖ hat in gewisser Weise bereits jetzt die ÖVP als Volkspartei mit einer starken sozialen Kompetenz abgelöst. Blau statt Schwarz also, nach 16 Jahren. Erst ÖVP-Delegationsleiterin in Brüssel, dann erfolgreiche ÖVP-Bezirksvorsteherin in der Wiener Innenstadt. Stenzel kehrte mit eisernem Besen. Gegen Weihnachtsmärkte... Gegen Straßenkünstler. Das hier ist Wurstelbrater. Gegen Fremdparker und gegen die Drogenszene. Damit man das lichtscheue Element auch vertreiben kann. Damit punktete sie beim vorwiegend älteren und bürgerlichen Publikum und das kann der FPÖ nutzen. Die Frau Stenzel wird jedenfalls einen Teil ihrer Fangemeinde mitbringen zu den Freiheitlichen. Auch imagemäßig könnten die Freiheitlichen Kapital schlagen, denn Strache signalisiere... Ich bin nicht extremistisch, ich bin durchaus einer, der auch die Lager verbinden kann, der nicht nur im roten Lager wildern kann, sondern auch bei den bürgerlichen Schwarzen. Auf dem Weg zu ihrem künftigen Büro muss sich Stenzel jedenfalls nicht umorientieren. Der alte Arbeitgeber ist nur einen kleinen braunen vom neuen entfernt.